Hallo Fotofreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Photokina News. Ich bin heute am Stand von ThinkTank und möchte mal die neuesten Produkte vorstellen. Das ist zum einen hier die neue Serie der Rollerbacks. Und hier gibt es einmal, habe ich den International und einmal den Advantage. Der International ist von der Größe her der mittlere von den dreien. Es gibt insgesamt drei Rollerbacks. Es gibt noch einen ganz großen, der passt in alle amerikanischen Fluglinien rein. Der International soll auf jeden Fall auch in alle europäischen Fluglinien reinpassen. Ist ein Stück kleiner, aber immer noch groß genug, um alles reinzukriegen. Dann haben wir hier den Advantage. Der ist noch mal ein Stück kleiner. Der passt dann auch in kleinere Flugzeuge rein. Und der große Vorteil bei dem ist, es ist wirklich extrem leicht. Ich habe gerade mal nachgeguckt, 2,7 Kilo wiegt er jetzt ohne was drin, aber das ist wirklich extrem leicht. Und wenn ich das jetzt hier schon vergleiche, der wiegt hier schon deutlich mehr. Also wenn man es wirklich ganz leicht haben möchte, dann geht man auf den Advantage. Wenn man es ein bisschen schwerer und ein bisschen größer haben möchte, dann sollte man hier den International nehmen. Schauen wir doch einfach mal, was sich hier groß geändert hat. Ein großer Vorteil anderen Koffern gegenüber, finde ich, ist zum einen, dass man hier auf jeden Fall die Räder wechseln kann. Da sind jetzt nämlich einfache Schrauben hier verbaut und dementsprechend kann man das ganz einfach auch selber wechseln. Genauso wie die ganzen Parts hier hinten, wenn man sich das hier auch mal anschaut, hier ist alles mit Schrauben verbaut und dementsprechend kann man hier auch diese Protektoren hier einfach ganz easy wechseln. Schauen wir noch einfach mal ganz kurz rein in die beiden Koffer. Natürlich hat man hier vorne bei allen Koffern ein Laptop-Case, das heißt, hier passt auch ein 15 Zoller ganz locker rein. Und wenn ich das Ganze jetzt hier mal aufmache, dann sieht man hier auch gleich mal so ein Beispiel, wie man hier so einen Koffer packen kann. Und wie immer gibt es hier ein modulares System, was man sich selber so aufbauen kann, wie man es dann gerne hätte. Das Ganze wirkt sehr, sehr stabil und man ist wirklich sicher, dass hier das Kamera-Equipment sicher verstaut ist, ohne dass hier was passiert. Hier gibt es noch ein Regencase mit dazu, also falls es mal nass wird, kann man das über den Koffer drüber packen. Und hier auf der anderen Seite hat man dann entsprechend noch Fächer, wo man Speicherkarten und so weiter reinpacken kann oder auch Akkus und was man sonst noch so braucht. Was ich auch noch ganz cool finde an diesem Koffer ist, dass man hier relativ einfach das Ganze hier so rausziehen kann und auch relativ hoch. Das heißt, man kann den Koffer relativ weit hinter sich herziehen und fällt nicht die ganze Zeit über den Koffer rüber, so wie bei anderen. Das finde ich auch extrem schick. Das Gleiche haben wir hier bei den großen Koffern natürlich auch nochmal. Und hier finde ich das Ganze sogar noch ein bisschen besser gelöst als bei dem ganz kleinen. Bei dem Advantage, da hat man hier noch quasi die Möglichkeit, diesen Griff zu verstecken mit einem Reißverschluss. Das hat man jetzt hier nicht mehr gemacht. Hier hat man darauf verzichtet, was ich persönlich auch besser finde, weil ja, ich nutze das selber bei meinem Rollkoffer eigentlich nicht und von daher finde ich die Variante hier eigentlich schöner. Das Ganze ist hier auch nochmal wirklich schön mit Hartplastikteilen ausgestattet, das heißt, es ist wirklich sehr robust. Dann haben wir noch eine Neuheit und das ist hier dieser Rucksack, der nennt sich Shapeshifter und das ist die zweite Ausgabe davon. Und was mich an diesem Rucksack so toll finde, ist, er sieht erstmal sehr, sehr dünn aus und ich dachte am Anfang, als ich ihn gesehen habe, ja okay, da passt vielleicht ein Laptop rein. Aber wenn man ihn jetzt mal aufmacht, dann passt da natürlich ein Laptop rein. Aber das Ganze ist so modular aufgebaut. Erstens mal, man kann den Rucksack hier richtig schön dann noch breit machen. Und wenn man ihn jetzt aufmacht und hier mal reinschaut, dann sieht es ein bisschen anders aus als bei den Rollerbacks, aber man kann hier auch richtig schön sein Fotoequipment dann verstauen. Und hier zum Beispiel an dieser Tasche, ich weiß nicht, ob man das gut in dem Video sieht, aber hier kann man zum Beispiel seine Kamera reinstecken oder auch sein Objektiv und kann das hier auch richtig schön so anpassen, wie man es gerne hätte. Also es passt wesentlich mehr in diesen Rucksack rein, als man vielleicht am Anfang vermuten möchte. Und wenn man dann sein Equipment zum Beispiel auf einem Event ist und wenn man dann sein Equipment rausgenommen hat, sich hier seine Kamera um den Hals gehangen hat, dann kann man diesen Rucksack halt extrem flach danach machen und ist somit ein bisschen platzsparender. Auf der Seite gibt es hier noch eine Getränkeflaschenhalter und hier vorne hat man natürlich auch noch viel Platz, um seine privaten Sachen zu verstauen. Hier kann man auch noch mal ein paar Sachen reinpacken, wie zum Beispiel Speicherkarten. Und hier vorne gibt es auch noch etliche Taschen, wo man mehr reinpacken kann. Also sehr coole Neuerung von ThinkTank.
Und wenn ihr euch da mal mehr darüber informieren wollt, dann geht einfach mal auf die Seite von der Firma. Link blende ich euch unten nochmal in der Videobeschreibung ein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.